Hallo, hier ist der Frankie aus Berlin. Ihr seid bei uns zu Gast am Berliner Teufelsberg bei dem Longboards.de Racing Team Berlin. Longboard ist ungefähr in den 60er Jahren hat es angefangen, angeschraubt und sind die Straße runtergekrost über den Wellenbreit. Vorher sind das normale Skateschuhe und wir haben da mit Heißkleber Kartreifen runtergeklebt von Motorcar. Das ist eine Motorradlederhose, da haben wir Protektoren an den Knien und an der Hüfte und drunter tragen wir eine Protektorenhose. Hola, yo soy Carlo. Jacke braucht für Skateboardfahren, weil sonst ratscht man sich die ganze Haut auf und man braucht auch Rückenpanzer. Da haben wir speziell Küchenbretter drauf gemacht. Die dienen halt dazu, dass man über den Boden rutschen kann, ohne dass halt die Handschuhe kaputt gehen und die Haut halt natürlich auch. Ja, wir fahren natürlich alle nur mit Helm. Der ist in diesem Fall sehr aerodynamisch und haben halt ein Visier, damit man bei hohen Geschwindigkeiten keine Probleme hat mit Fliegen oder sowas.